Okay. Blut und Krug! Okay. Ich weide dich auf! Alles klar. Hallo? Okay, du hast schon eine gewisse. Ein gewisses Leben. Du hast mir meine Waffe weggenommen, die hier rumlag. Ich kämpf. Aber noch drei Kurzschlüsse und du bist erledigt. Ich habe keine Lust, dir ins Wasser zu springen, wenn ich dich kurz schließe. Definitiv nicht. Ja, perfekter Hintergrundsound dafür. Ja, das ist mir schon klar. Lass mich doch mal ganz kurz hier raus. Solange du da nicht rauskommst, bin ich hier draußen sicher. Das kann nicht angehen. Ich hätte das nicht sagen sollen, oder? Das hätte ich nicht sagen sollen. Definitiv nicht. Moment, meine Waffen können nicht töten. Ich habe doch den passenden Mod drin. Du hast noch militärische Tech drin, also was soll da schon schief gehen? Nichts. Naja, Popochi, ist klar. Okay, jetzt konnte ich das Dings nicht lesen. Egal. Informationen sind da. Ich muss noch ein paar Beweise sichern. Zum Beispiel diese Eddies sind ganz, ganz wichtige Beweise. Auch die Munition. Okay. Okay. Den hat sie echt nicht gemocht. Hat sie ihm das Gewehr einfach in die in den Arsch gerammt. Jetzt ist es despawned. Na toll. Ups. Ich wollte die Leiche nicht schlagen. So, kann ich dich hier irgendwie dazu überreden, das Gewehr wieder loszulassen? Nein. Ganz wichtig, den Tacker. Okay. Meredith Stout, nein, Regina Jones. Hab von einer eindeutigen Cyber-Attacke gehört, sogar Maxtech wurde informiert, aber keiner von ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Psycho gehört wahrscheinlich zu ihnen. Ich wette, es ist Lieutenant Moore. Aber egal, sie muss sofort in Behandlung, also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Hey, hier sind die Daten, die ich von der Militech-Frau bekommen habe. Sie gehört zwar zu einer Spezialeinheit des Konzerns, aber sie fand, dass irgendwas nicht stimmte und bat um Hilfe. Statt Hilfe schickte Militech ihr ein Mordkommando vorbei. Super, ich schicke dir ein Auto. Ich hab noch ein paar Daten von dir extrahiert, aber nicht viel. Du weißt ja, wie das bei Militech ist. Wenn du zu neugierig wirst, kommen die Morddrohungen rein. Sieht aus, als wäre Mauer mit experimentellen Kampfimplantaten geschippt gewesen. Vielleicht gab es ein Problem mit ihrem Code und sie ist deshalb durchgedreht. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen und nochmal danke, Geld ist unterwegs. Ah, das ist schön. Gut. Ach, ich habe das Ding aufgenommen. Nee. Hä?
Ach nein, ich habe die Waffe gewechselt. Ach, Entschuldigung. Das passiert, wenn man zu lange streamt, dann wird man dumm. Und wie sagte eine weise, feine Katze noch so schön, nach dem Stream ist der professionelle Streamer immer noch dumm. Ja, Honk. Kampf. Ah, ich glaube, den Kampf hier haben wir schon mal geklärt. Hab Spaß. Wo bist du hier, Blech? Ich finde das schön, wie die Schadenszahlen nur bing, 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 bing machen. Und jetzt werde ich gepinnt. Nein. Na dann. Halt, noch eine. Oh, es hat aufgehört. Dann fangen wir es nochmal an. Ein Ziel ist neutralisiert. Da sind weitere Ziele neutralisiert. Ach, schade. Die Verseuchung braucht noch einen Moment. Dann hast du jetzt halt eine Granate am Hintern. Ich muss euch nämlich nicht lebend fangen. Dann nehme ich euch nicht lebend mit. Das ist doch nicht das Gewehr, was wir ursprünglich hatten. Ich hatte doch irgendein anderes ausgenutzt. Hast du das? Ja. Warum habe ich die Waffe gewechselt? Ich verstehe das nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Befehl gegeben zu haben. Ja, Granatenzündung macht dummerweise immer nur so eine Sauerei. Das ist so. Ich ja. Sonst noch irgendwelche Beweise, die man sichern kann? Ich glaube, beim letzten Mal lagen hier noch irgendwelche Eddies rum. Die sind jetzt nicht mehr da. Na ja, danke für die Ausrüstung. Vielleicht lasse ich das Motorrad lieber hier schon mal stehen. Ja, ich glaube, das NCPD steht da vorne schon. Bin getroffen!
korrigiere, es steht da nicht, es ist ein bisschen... Oh, fuck! Tot. Das kann tödlich sein, aber muss es nicht. Er sollte genug Leben haben. Dass es ihn nicht mal interessiert. Ihn hat es nicht mehr interessiert, dass ich ihn eine Granate um die Ohren hauen lassen habe. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Und ich hab's verkackt, total. Na gut. Dann warten wir mal ganz kurz, bis die Quickhacks wieder da sind. Hoffen, dass er mich nicht entdeckt. Ja, der Quickhack hat ihn relativ gut erledigt. Wo ist er? Wir können sie alle umbringen. Das sollte ihm den Rest geben, hoffe ich. Ja, vielleicht auch nicht. Dann machen wir das nochmal. BDE9. BD1C. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Keine Reaktion, kein Puls, großkalibrige Schusswunde im Rücken. Essen. Jomet, Leo sagt hallo. Sagt, ihr wartet in derselben Einheit. Militech. Matt lebt noch? Ja, klar, wieso nicht? Hab gesehen, wie er in Panama auf eine Mine getreten ist. Scheiße, dachte er, hat's nicht geschafft. Wie geht's ihm so? Ganz okay, hat immer noch Albträume. Nimmt eine Menge Zeug dagegen. Aber so geht's uns allen, oder? Veteranenleben halt. Ja, keine Kohle, keine Heimat. Gezeichnet von einem Krieg, den keiner verstanden hat. Ja, Mann, was soll ich sagen? Wird nicht besser. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber gut zu wissen, dass da draußen noch Leute sind, mit denen man darüber reden kann. Ja, wir sind nicht allein. Ja, den Krieg haben wohl offensichtlich viele Leute überlebt. Und mit vielen Wunden. Amerika nach dem Krieg. Die turbulenten Jahre 2024 bis 2045 oder 2035, je nachdem, wo man gerade liest. Hatten wir aber schon. Wasser, Chrom und Blut. Der vierte... Konzernkrieg. Es ist bemerkenswert, dass enorme Blutvergießen, welches mit dem vierten Konzernkrieg einherging, als Sinn der Rivalität zwischen den Meereskonzernen Tino und OTEC begann.
Und auch den hatten wir, glaube ich, schon. PTSD-Shield, Versicherung erloschen. Sehr geehrter Herr Liao, infolge Ihrer Kündigung bei Burst Navy Solutions Inc. erlischt Ihre Krankenversicherung PTSD-Shield mit sofortiger Wirkung. Jegliche zuvor ausgemachte Arzttermin wurde abgesägt und Sie haben keinen Zugriff mehr auf verschriebene Medikamente. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich an das Veteranenprogramm mit der Regierung wenden können. Aktuelle Wartezeit für den Termin 756 Tage. Oh, das ist ja fast wie bei einem, Spezialarzt bei uns. Um einen Termin auszumachen, schicken Sie bitte folgende Nachricht an die entsprechende Nummer. Hilfe! Wir wünschen Ihnen, Ihnen Gesundheit und viel Glück. Sehr geehrter Herr Lyon, leider muss ich Sie aufgrund von mehreren nicht eingegangenen Zahlen und Kassatz über die Zwangsvollstreckung Ihrer Immobilie informieren, die als Pfand für Ihren Kredit angegeben wurde. Milagro Terrace 12. Bitte räumen Sie die Immobilie innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt dieser Nachricht. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, im Rahmen des Clear-to-Kill-Systems die Zwangsräumung anzuleiten. Diese Entscheidung ist endgültig und unumkehrbar. Mit freundlichen Grüßen. Scheiße, ich brauche das Zeug für meinen Kopf. Ich brauche es echt dringend. Hab keins mehr. Ich denke nonstop irgendwelche abgefuckten Scheiße. Mann, ich weiß, dass ich dir noch was schulde, aber bitte, Mann, ich brauche das Zeug und zwar heute noch. Verstehst du? Ich mache alles dafür, okay? Egal, was du willst. Ich bringe meine Umwelt. Ich klaue. Ist mir egal. Bitte. Ja, offensichtlich hat er seine Medikamente nicht mehr bekommen, würde ich behaupten. Und das war vielleicht schlecht. Vor allen Dingen für die NCPD-Cops, die ihn versucht haben aufzuhalten. Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet. Die haben sogar eine Patrouille geschickt, aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen oder egal, sieh dir das mal an für mich, okay? Ich werde dir sehr dankbar. Wenn der die Bullen kalt gemacht hat, macht Backstack den nie und nimmer dem Ding fest. Wir sind seine einzige Chance, dass er da in einem Stück rauskommt. Unser Psycho ist ausgeschaltet, aber er lebt. Schicke dir die gesammelten Daten. Sieht aus, als wäre Ex-Söldner im Dienst irgendeines Konzerns. Irgendwann war er nicht mehr nützlich und sie haben ihn fallen lassen. Der Mann hat nach allen seinen Kampfimplantate dazu eine schwere PTBS und keine Medikamente mehr. Den Rest kannst du dir denken. Danke für den Aufwand. Ein Kumpel bei der Polizei hat mir die Daten von dem Typen geschickt. Der war völlig kaputt im Kopf. Hat jeden Tag 4-fache Dosen eingeworfen, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Irgendwann hat der Konzert ihm seine Krankenversicherung weggenommen. Dann kam kein Geld mehr rein und die tickende Zeitbombe ist explodiert. Aber lag das wirklich allein in den Implantaten? Kann man nur schwer sagen. So, das, oh, hast du deine Edis ganz bald. Danke nochmal, du hast dich darum gekümmert, dass du dich darum gekümmert hast. So, das war der Kriegsdämon. Das war dann der letzte mittlere Cyberpsycho, den wir bis jetzt gefunden haben. Puh. Und ich glaube, mit diesem Cyberpsycho werde ich mir jetzt jemanden heraussuchen, an den ich euch weitergeben werde. Aufgrund dessen werde ich mir... So. Wunderbares Echo. Aufgrund dessen, dass ich jetzt schon seit 5 Stunden streame, so lange mache ich das in der Regel nicht. Und es ist doch ein wenig anstrengend, es mal wieder getan zu haben. Wir sehen uns, wie gesagt, am Samstag oder Sonntag. Wieder sollten wir genügend Leute zu Evil bekommen. Und sollte das nicht der Fall sein, seht ihr mich am Dienstag wieder mit der restlichen Crew um 20 Uhr bei Deep Rock Galactic. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft gut.